Hallo liebe Leute, was machen wir heute? Heute bin ich wieder mal in der Werkstatt. Es geht um meinen Sohn, der hat jetzt bald Geburtstag und ich bastel ihm so ein Activity Board. Also das ist echt cool, er ist jetzt mittlerweile 2 Jahre alt, also er wird 2 Jahre alt, das wird sein Geburtstagsgeschenk und ich möchte halt, dass er so ein Board hat. Er ist sehr geschickt, er schaltet gerne, also Schalter sind ganz wichtig, Verschlüsse sind wichtig und er liebt den Mond. Und das bastle ich heute. Ich habe hier verschiedenes Zeug, so ein bisschen was zusammengesucht. Also hier in meinen Fächern habe ich ja Omas an Zeugs. Alles was man braucht, voll viele Schalter. Ich baue Schalter auch von alten Geräten aus, Motoren. Also alles Mögliche habe ich da. Mal schauen, was ich hier verwenden kann. Dann habe ich solche Türschlösser, verschiedene andere Schlösser. Ich habe das alles einmal gekauft und ja, also nicht gebraucht, weil manchmal sind es halt 2er-Sets. Ich habe hier auch ein Arduino. Also mit dem Arduino werde ich Sachen ansteuern. Ich möchte halt, dass das ein bisschen blinkt und schaltet und dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Also dann habe ich auch so Stecker, das ist ein XLR-Stecker, wenn er das ansteckt, dass dann ein Licht angeht, wenn er so anders reinsteckt, geht ein anderes Licht an. Also solche Sachen möchte ich machen. Ich baue auch 2 verschiedene Boards. Ja, und wenn dir mein Kanal gefällt, abonniere doch. Jetzt habe ich 5240. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und was habe ich hier noch? Also ich baue ja auch, also das ist von so einem alten Kasten, das habe ich mal ausgebaut, so ein Scharnier. Ich werde hier auch Fotos einbauen, dass es so das aufmachen kann. Die ganze Technik baue ich auf dieses Board drauf. Natürlich brauche ich dahinter halt so einen Abstand und dazu habe ich dann solch ein Brett gefunden und da werde ich einen Rahmen bauen. Das Ganze funktioniert dann auch mit 230 Volt. Also ich habe mir überlegt, dass ich diesmal nicht mit Batterien oder so mache, sondern ich mache es direkt zum Anstecken. Das wäre möglich mit Batterien, aber naja, Batterien wechseln ist nervig. Ich baue auch Schalter ein, dass ich zum Beispiel den Ton ganz deaktivieren kann. Ja, ich habe irgendwann mal so ein MP3-Modul gekauft. Die sind super günstig. Das kann halt MP3 und kann auch Radio. Das baue ich ein. Dann hat er auch sein eigenes Radio. Natürlich mache ich, dass ich die Lautstärke regeln kann und dass ich es auch ganz ausschalten kann, dass es nur blinkt. Ja, und jetzt werden wir als erstes den Rahmen aufbauen. Ja, die 4 Stücke, die habe ich jetzt mal da. Ich muss es noch entgraden. Und dieser Abstand hier, dass ich hier einfach Platz habe, das hat schon einen Vorteil, dass ich die ganze Elektronik einbauen kann und zusätzlich baue ich dann auch noch einen Schlauch ein oder mehrere, damit der Junge oben irgendwo eine Murmel reinschmeißen kann und die kommt dann unten woanders raus. Und dann schraube ich schon aufs Brett drauf. Der Rahmen ist jetzt einmal fertig und jetzt bauen wir schon die ganzen Schalter und so ein. Das drehe ich jetzt um und dann werde ich hier alles dementsprechend anzeichnen, so wie ich es haben möchte. Den Mond, die verschiedenen Verschlüsse, die Schalter. Machen wir es. Als erstes baue ich einmal so einen Mond ein. Also zuerst die großen Sachen einbauen und dann mache ich die Verschlüsse und so. Das ist von so einem Licht, Stehlicht. Ja, und das verwende ich jetzt. Das werde ich hier einbauen. Gerne mal, wie es ausschaut. Im Mond ein bisschen liegend. Ich werde ihn ziemlich am Rand so hinmachen.
jetzt bin ich endlich fertig, ich habe die Nacht durchgearbeitet. Mein Sohn hat Geburtstag, ich werde es jetzt oben im Wohnzimmer montieren für ihn und ihn überraschen. Es war jetzt doch ein bisschen aufwendig, die ganzen Verschaltungen, die verschiedenen Spannungsebenen. Naja, aber ich hoffe, irgendeine Anregung ist für dich auch dabei. Also du musst das nicht so weit ausbauen und wenn du denkst, dass es zu viel ist, also schreib deine Gedanken einfach unten gerne in die Kommentare. Also das würde mir echt taugen, dass ich ein Feedback kriege, ob das was Gescheites ist oder nicht. Ich werde ja übrigens noch ein zweites bauen. Da werde ich dann vielleicht, wenn es zeitlich ausgeht, das auch besser erklären, was ich mache, wie ich die Verschaltung mache, wie ich das mit Arduino mache, diese Sprachmodule und, und. Also, jetzt gehe ich rauf und ich montiere es. Und dann bleibt halt nur mehr eine Frage. Wer räumt die Werkstatt zusammen? Ich habe halt echt das ganze Zeug irgendwie verwendet. Alles, was ich gefunden habe, Schalter, Knöpfe, Schrauben, Gewindestangen, alles, was ich halt herumliegen gehabt habe von irgendwelchen Projekten. Weil ich kaufe ja meistens, wenn ich ein Projekt mache, ja, wenn ich einen Schalter brauche, sicherheitshalber zwei und fünf Verpackungen sind dann meist günstiger. Deswegen habe ich da einiges an Material. Also meine Kisten sind alle jetzt halb leer, aber es hat sich so ausgezahlt. Also ich bin echt ein bisschen stolz. Ich hoffe, dass Ihnen das wirklich gut gefällt. Also und jetzt gehen wir rauf ins Wohnzimmer und ich hoffe, mein Sohn wird euch die ganzen Funktionen zeigen. Schauen wir rauf. Hello, Papa.
Hallo, das ist ein Test.
Wenn dir das Video gefällt, gib mir doch gern einen Daumen nach oben und abonniere auch den Kanal. Yeah.